Schauen wir mal, das sind jetzt an. Ja. Ich habe meinen Finger zusammen. Verdammt. Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und heute bin ich nicht alleine. Zum einen habe ich da meinen kleinen Wirbelwind, der zurzeit irgendwie gerade fast an Trend klatscht. Zum anderen habe ich da meine Mom, die irgendwie an der Wand einschlägt. Tja, so sind die Unterschiede. Ja, heute komme ich nicht mehr drum rum, euch die Geschichte zu erzählen. Und zwar geht es heute um mein 5. Schuljahr Anlauf 1. Also ich habe nicht die 5. Klasse wiederholt, aber in der ersten 5. Klasse. Von der möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Also gut, ich, ja, süßer, drüber hüpfen ist das Motto. Du bist ein Karnickel. Los, hoppa. Hoppa. Rein, drüber. Hoppa, rein. ja. Als ich damals in der ersten 5. Klasse war, hatte ich auch schon Karnickel. Total süß. Ich glaube, das müssten Mimi und Ronja ein Chip gewesen sein. Damals hatte ich 3. yeah. Wow, immer schön um den Klumpudding rum. Aber jetzt Köpfe rein. Ja, auf jeden Fall hatte ich damals ja dann einen Klassenlehrer, wie ich euch in meinen letzten 2 Videos erzählt habe. Und der war schwierig. Also zumindest fand ich ihn schwierig. Ja. Ich fand ihn sogar sehr schwierig, um es ehrlich zu sein. Ich fand ihn Schrott. Ich sag's jetzt ganz offen. Ich fand ihn noch ganz andere Worte, aber die sind alle nicht jugendfrei und ich möchte nicht, dass ich auf diesem Kanal so dolle fluche. Also, ja. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich damals, war es oft so, dass meine Mutter gesagt hat, weil sie mich halt gut kennt, das und das geht nicht, das ist nichts für mein Kind. Und dieser Klassenlehrer hat immer alles besser gewusst. Das war König Klugscheißer, wirklich. Also das Wort Klugscheißer im Duden, da steht sein Name dahinter. Ich sag's nur mal. Der wusste alles besser. Aber in Logikheit wusste er einen Scheiß. Und so kam es, dass ich oft zu irgendwelchen Schulausflügen gezwungen wurde, nach dem Motto, das kann denn schon. Und am Ende hatte er dann immer die katastrophalen Szenen. Und dann hieß es immer, das Motto, ja, das hätten wir ja nie, das hat ja keiner vorhersehen können. Aber ich möchte es jetzt mal offiziell und ohne Umschweifen sagen, sie da drüben hat alles vorhergesehen. Also ist nicht so ein furchtbares Rätsel gewesen. Ja, und meine Mutter hat mir auch öfters mal Entschuldigungen geschrieben, weil ich auch schon damals nicht immer unbedingt in die Schule konnte, weil der Typ, also wenn ich jemals in meinem Leben Erfahrungen mit Mobbing gemacht habe, dann war es bei ihm. Also das würde ich schon so als Mobbing bezeichnen. Und ja, und das Schlimmste war, und das ist wirklich sowas, wo ich bis heute noch in meinem Kopf drin habe, wo ich auch heute noch richtig Aggression kriege, ist, er hat immer dieses bescheuerte Grinsen drauf gehabt. Immer. Egal wann, egal wie, immer dieses Grinsen, wo man immer nur das Bedürfnis hatte, einmal schön fett gegen eine Betonwand. Okay, wie ihr merkt, ist nicht unbedingt so, das ist nicht unbedingt die Person, die ich in meiner Nähe brauche. Das nennt man wegrutschen. Und ganz ehrlich, von der Skala von 1 bis Gutachter ist er über Gutachter. Also gut. Dann auf jeden Fall ging es weiter, dass wir irgendwann wir hatten irgendwann dieses Gedicht, das von Ribbeck im Hafenland. Ich kann es bis heute nicht. Und das sollten wir auswendig lernen bis zu bla 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 Punkt. Und ich konnte es nicht. Und für jedes Mal, wenn wir es nicht auswendig konnten, sollten wir eine Seite beschreiben mit diesem Gedicht. Meine Mutter und ich, wir waren kreativ und haben halt eine Seite sehr groß beschrieben, mit diesem Gedicht beschrieben. Und selbst da haben sich meine Mom und ich mehr oder weniger durchgestritten und
durchgezofft und durchgeplärt in meinem Fall. Und dann habe ich das dem vorgelegt, weil das Satz war eine Seite und die Seite war voll. Das möchte ich an diesem Punkt besagen. Und dann steht der vor die ganze Klasse hin und zerreißt dieses Gedicht vor allen, vor meinen Augen. Und das war heavy, richtig heavy für mich, muss ich zugeben. Und das war wirklich nicht, mitunter nicht allen. Also er war alles in allem, und jetzt entschuldigt diese Wortwahl, aber es gibt kein anderes Wort, um diesen Mann zu beschreiben, aber er war ein Flachwichser. Das tut mir leid, das ist das beste beschreibende Wort. Ja, also jetzt wisst ihr ungefähr, wie der Stand war. Und dann kam irgendwann nach einem halben Schuljahr, kam, was wir alle nicht kannten, also hätten wir es früher gewusst, wir wären nicht hingegangen. Keiner hätte uns dahin geschickt. Also das war wirklich so, ja, das war deftig. Und dann kam dieser Satz, ja, in der 5. Klasse führen wir Halbjahresgespräche. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag, wo dieses Halbjahresgespräch war, in der Schule war, und dann bin ich heimgekommen und dann war ich unglaublich fertig. Ich war fix und alle, ich bin direkt ins Bett geflogen und eingeschlafen. Und weil es damals so war, dass die Lehrer verlangt haben, dass die Schüler mitgehen zu diesem Gespräch, hat meine Mutter, wird sie wahrscheinlich heutzutage, hätte sie es früher gewusst, hätte sie es nicht gemacht, Mama schüttelt auf den Kopf, hat mich dann geweckt, hat mich kultiviert, damit ich wieder aussehe wie ein menschliches Wesen, und mich mitgenommen. Und hat, also es war wirklich so dieses Prinzip, nein, entschuldigt, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ich bin gleich wieder da. Okili dokili, entschuldigt, mein Hase ist gerade nach 3 Monaten mal wieder vor lauter Rennen und so erschöpft in der Ecke gelegen, und die Chance habe ich genutzt und ihn wieder in den Stall zurückgetan. Ja, ich glaube, wir waren beim Thema, Mama hat mich geweckt. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall zusammen dann zu diesem Gespräch hingegangen. Und da waren noch andere vor uns. Und dann, einer war vor uns und dann sind wir dran gewesen. Und dann standen da auf jeden Fall 4 Tische zusammengestellt. Und auf einem von den Sitzplätzen war die Englischlehrerin. Zu der kann ich nicht viel sagen. Auf der anderen Seite war dann unser Klassensadist. Okay, es war ein Klassenlehrer, aber man kann es auch anders formulieren. Und dann saßen auf jeden Fall Mom und ich. Und dann ging dieses Gespräch los. Und es war im Prinzip wirklich ein Kugelhagel an Anschuldigungen an Fiesheiten gegen mich, an Schimpferei über mich, und alles immer nur über mich. Es war nicht das Perverseste dran. Das war das, was ich wirklich richtig krank fand. Ich bin da gesessen und die haben über mich geredet, obwohl ich im selben Zimmer war, obwohl sie verlangt haben, dass der Schüler mitkommt. Aber mit mir als Person haben die nicht ein Wort geredet. Das war wirklich, ich saß da und musste mir anhören, was für ein furchtbarer Depp ich bin und wie unfreundlich und wie schrecklich und grauenhaft und überhaupt und alles und verlogen und so weiter. Zu mir hat man nichts gesagt. Also man hat mich nicht angesprochen, man hat mir keine Fragen gestellt, man hat mich nie mal beachtet, wirklich. Ich war wie Luft und bin aber trotzdem die ganze Zeit auf mir drauf gehackt worden. Und das war echt so schräg. Das war so eine Szene, wo man sich überlegt hat im ersten Moment, wer macht sowas? Ich meine, auch wenn man da schon Anfang Pubertät war, war man ja dennoch im Prinzip noch ein Kind. Und ein Kind so fertig zu machen, während es anwesend ist, ist einfach echt unterste Schublade. Wenn man bedenkt, dass die auf Lehramt studiert haben, also die müssten eigentlich so ein bisschen Ahnung haben, wie man mit Kindern umgeht, war das wirklich absolut mies.
Ich kann euch jetzt nicht mehr sehr viel vom Inhalt sagen, weil das war für mich wirklich so wie in den Filmen, wenn Leute irgendwelche schockierenden Nachrichten kriegen und plötzlich nur noch so dumpfes im Hintergrund so ein Geräusch ist. Irgendwie war ich echt total, ich war total fertig mit der Welt. Vor allem, weil ich habe erwartet, dass mir gesagt wird, ich bin nicht die beste Schülerin, aber ich bin wenigstens engagiert oder irgend sowas. Also irgendwie sowas nach dem Prinzip, sie gibt sich wenigstens Mühe, aber nicht mal das haben die mir gesagt. Die haben mir im Grunde gesagt, ich bin ein fauler Sack und krieg gar nichts auf die Reihe und kann nichts. Und ich war echt total entsetzt. Und dann sind wir auf jeden Fall, meine Mom und ich, Mom und ich waren, glaube kreideblass, sind wir ins Auto. Und etwas, worauf ich bis heute, wirklich bis heute stolz bin wie Wolle, ist, ich habe nicht vor ihnen angefangen loszuflennen. Ich habe es wirklich geschafft, so lange dicht zu halten mit den Tränen und allem und hab's alles so getan, als ob gut. Also ich war nicht happy, nicht traurig, einfach nur so, aha, ich habe es wahrgenommen. Und dann sind wir ins Auto und ich weiß noch, da wo eben meine Schule war damals, gab es so diesen Berg. Kurz vorm Berg war noch so eine Drehscheibe, wo man kurz hinparken konnte oder so. Und da sind dann meine Mama und ich kurz, also wir sind ins Auto, sind dann weggefahren und sind da dann kurz angehalten. Und in dem Moment, wo meine Mutter angehalten hat, hat es bei mir dann nicht mehr lange gehalten. Ich habe losgeflennt wie ein Wasserfall. Also aus mir ist dann rausgekommen wie aus einer sprudelnden Wasserquelle. Also wenn ich in einem Anime gewesen wäre, hätte ich dann solche Strahltränen gehabt. Das war echt heavy. Und ich muss auch zugeben, dass es noch heute für mich so eine Sache ist, die richtig schwer wiegt. Also ich bin. Also sowas kann Kinder echt psychisch fertig machen, wie ich an mir weiß. Heutzutage weiß ich, ich weiß heutzutage, wenn jemals ein Lehrer zu mir sagt, kommen Sie zu einem Halbjahresgespräch und nehmen Sie Ihr Kind mit, würde ich zu dem sagen, vergessen Sie es, ich nehme mein Kind sicher nicht mit. Aber das ist wirklich so eine Sache, wo ich gelernt habe für mich. Und dann habe ich losgeflennt und geflennt und geflennt und dann sind wir heimgefahren und zu Hause habe ich dann beim Aussteigen nochmals geschafft, die Tränen reinzuziehen. Bloß keine Blöße geben vor der Nachbarschaft, bloß nicht, das war das Motto. Auch nicht im Hausgang, wenn Mieter es sehen könnten. Und damals hat meine Schwester hier noch gewohnt und ich weiß, dass ich dann hier zur Tür rein bin, ungefähr noch bis da drüben hingekommen bin. Und dann hat sie mich echt nur noch hingehauen und ich habe geflennt. Ich bin dann auf dem Schoß meiner Schwester gesessen und habe geflennt. Und das, um ehrlich zu sein, auch nicht zu knapp. Also, es war so richtig. Ich habe dann nach diesem Ereignis, habe ich glaube ich 2 Tage am Stück geflennt und ich weiß noch, der schönste Satz, den meine Mutter zu mir gesagt hat zu diesem Zeitpunkt war, also die nächsten 2 Wochen muss ich nicht zur Schule. Das war der schönste Satz, den sie sagen konnte. Und zwar egal, ob du, also sie hat mir dann gesagt, sie meldet mich jetzt krank. Und hat sie auch gemacht. Ja, war aber auch nicht mehr nötig dann. Und ja, auch meine Mutter war total fertig. Also auch sie hat es wirklich mitgenommen und alles. Und dann hat sie eben meine Schwester die Geschichte erzählt und alles. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit da dazwischen dann vergangen ist, weil ich bin echt nur flennend auf diesem Boden gelegen. Und boah. Man würde es nicht glauben, wenn man denkt, wie lang es her ist, wie schwer sowas einem fallen kann, zu erzählen. Und ich weiß noch, dass meine Schwester dann da saß und mir über den Kopf gestreichelt hat und echt total für mich da war. Also ich war heilfroh, dass sie da war, weil in dem Moment war sie wirklich mir eine Riesenstütze. Und ich habe mir gedacht,
ja, das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ist eigentlich echt geil, eine Schwester zu haben. Ja. Und dann war es auf jeden Fall so, also so einer der ersten Momente. Und dann irgendwann am Abend ist mein Vater heimgekommen und das muss ja wirklich ein grauenhaftes Bild gewesen sein. Da sitzt die Tochter im Gang mehr oder weniger liegend. Also da liegt die Tochter mehr mit oder weniger im Gang und heult wie ein Schlosshund und kann ja nicht mehr aufhören zu heulen. Und die Frau Aschfahle auf dem Sessel daneben. Mann! Ist so blöd, wenn man es eigentlich schon gar nicht mehr fühlt, aber der Körper sich noch daran erinnert und wieder anfängt loszuheulen. Das ist so richtig bescheuert an mir. Das ist so was, was ich gern abstellen würde. Wenn ich über alte Dinge rede und anfange zu heulen und dann es eigentlich selbst gar nicht mehr richtig fühle. Das ist echt blöd. Ja, und mein Vater ist dann heimgekommen und hat uns dann dieses Szenario vorgefunden, hat dann gefragt, was los ist. Meine Mutter hat es ihm kurz zusammengefasst und ich weiß noch, was mein Vater dann zu mir gesagt hat, nämlich in die Schule geht sie nie wieder. Und ich habe es dann so in diesem Halbdelirium nicht verstanden, was er meint mit diesem Satz, in die Schule geht sie nie wieder. Verstanden habe ich es dann erst 3 Wochen später, als die Frist von Mamas, ich melde sie krank, vorbei war und mein Vater dann gesagt hat, du bleibst trotzdem zu Hause. Und zwar so lange, bis wir dich auf der neuen Schule angemeldet haben. Und da habe ich es dann erst richtig verstanden, was mein Vater eigentlich meint. Und ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, von all den Tagen meines Lebens und all den Momenten, wo mein Vater für mich da war und er hat mich ja immer im Stillen unterstützt, aber ich war ihm unendlich dankbar dafür, dass er das erste Mal zu mir gesagt hat. Der hat mir klipp und klar gesagt, das war's jetzt. Auf die Schule gehst du nie wieder. Und ich bin auch nie wieder auf die Schule gegangen, um ehrlich zu sein. Also nur noch, um dann mein Zeug zu holen. Und das war's dann. Na, danach bin ich dann nicht nochmal hin. Doch einmal bin ich nochmal hin, um Freunde zu besuchen. Und ja. Das war dann auch das letzte Mal, dass ich da hingegangen bin. Und das war noch so diese Übergangsphase zwischen der neuen und der alten Schule und dem Umgewöhnen. Und da wollte ich nochmal all die Freunde sehen. Und ja, da bin ich dann halt nochmal hingegangen. Aber da danach nie, nie wieder. Und ich bin bis heute froh, dass ich dann nie wieder hingegangen bin. Und auch wenn ich hier in dieser Gegend wohnen bleibe und mein Kind in diesem Einzugsgebiet wohnt, ich würde mein Kind nie auf diese Schule schicken, weil ganz ehrlich, wenn man nicht unbedingt ein super Lerner ist von Anfang an und wenn man nicht unbedingt ein stilles Mäuschen ist, das einfach nur da sitzt und die Schule absitzt oder so, dann ist diese Schule nichts, weil die macht dich fix und fertig. Und ja, das habe ich damals für mich gelernt und vor allem auch habe ich für mich gelernt, ja, ich habe es kämpfen um Dinge gelernt, weil ich musste so oft gegen irgendwelche von den Lehrern ankämpfen, damit ich überhaupt meine Ruhe nur bekomme. Und ja, ich weiß noch, als ich an diesem Tag aus der Schule, als ich dieses Zeug alles in der Hand hatte, ich habe auch meinem Lehrer gar nichts mehr gesagt. Ich bin einfach nur rein, habe mein Zeug geholt, habe ihn keines Blickes, keines Wortes gewürdigt und bin gegangen. Und ich weiß noch, ich habe dann das Zeug gepackt und in dem Moment, als ich dieses Schulgebäude geöffnet habe, die Tür, und aus dieser Tür rausgegangen bin, war es, als ob ein jahrzehntelanges Geröll runtergeht. Und ich muss sagen, wenn ich mein Leben noch einmal leben würde, ich würde es früher machen. Ich würde es viel früher machen, weil es war eine ganz beschissene Zeit, um es mal ehrlich zu sagen. Gut, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema erzählen kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr solche Situationen kennt oder ja, was auch immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.readmyoutlook.com. Ich werde mir jetzt ein fettes Tempo gönnen, weil mir läuft die Nase. Wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende und vergesst nicht, auch wenn es doof läuft in der Schule, wie ihr jetzt bei mir merkt, man kann am Ende des Tages irgendwie doch ein glücklicher Mensch werden, indem man einfach die Schule verlässt. Und im Notfall sagt euren Eltern 1000 Mal, ich will nicht weiter auf diese Schule gehen, können wir nicht, weil ich die Schule wechseln. Weil, ja, im Zweifel müssen nicht eure Eltern die Schulzeit absitzen in der Schule, sondern ihr. Und deswegen ist es eure Entscheidung. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.